Wie schwierig ist es denn eigentlich, in so eine Rolle reinzuschlüpfen, die vor 500 Jahren gelebt und gedacht und gehandelt hat? Ich glaube, dass sich Menschen in jeder Zeit gleich verhalten. So, und das ist eigentlich nur ein Spiegel für, also die Situation jetzt hier, 1517, so wie wir es in allen Zeiten haben. Dass es irgendwo Revolutionen gibt, dass sich Menschen zusammenfinden und zusammenraufen und die Welt verändern wollen. Und es passiert damals wie heute. Das Einzige, was vielleicht... Man sieht anders aus, man riecht wahrscheinlich anders, man spricht anders. Die Bösen haben andere Sachen an und ja, so weiter. Welche Rolle spielt denn die Liebe? Na, die Liebe ist ja sozusagen die Motivation für alles, für ihn. Weil er sich dann in eine alte Freundin, sag ich mal, verliebt. Die er dann anfängt irgendwann zu malen. Und dann entwickelt sich daraus eine Liebesgeschichte, die durch den ganzen Film führt und die beiden aber sich nicht kriegen, weil sie eigentlich auch Feinde sind. Ja, was ist denn eigentlich dein Fazit dieses Drehtages? Olli Kuritke war super, Ruby Ophé war auch super, Paulus Manka war auch super, die technischen Statisten waren super, Oliver Kuritke spielt ja die Rolle seines Lebens, wie er immer wieder betont hat. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine ganz tolle Truppe hier, ja. Machen alle sehr viel macht Lust und Laune. Und das Team fetzt, Regie fetzt, fetzen alle. Also auch die Locations hier, das ist echt grandios hier in der Tschechei. Diese Burg, habt ihr die Burg mal gesehen? Die ist echt Wahnsinn. Ja, die haben wir uns natürlich auch sehr gerne angeschaut. Also vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß noch beim Bier austrinken. Danke, komm gut nach Hause. Du auch, ciao.